So, guten Morgen allerseits. 16. März 2017 um mittlerweile 7.54 Uhr am Morgen. Ein wunderschöner Start des Tages, das habt ihr ja sehen dürfen. Ich habe es ja seit um 7 aufgezeichnet, kurz vor 7, was hier abgeht. Wenn man sich das Theater jetzt anschaut und bedenkt, dass wir seit 2 Tagen hier Hochnebel bis zäher Hochnebel haben, laut Meteorologen. Jo, dann kommt der Hochnebel des Nachts herunter und steigt am Tag wieder auf zum Hochnebel. Wenn man sich denn das Gedöns da anschaut, dieses Streifenszenario. Hier am Anfang heute vom Film, dieses Radiation Management, Strahlenkranz, Radnabe, ja, wenn man sich so vorstellen kann, wie die Fahrräder aufgebaut sind und von dieser Nabe am Horizont ausgeht, hat man auch die Strahlen, bekommt das Radiation eine ganz andere Bedeutung. Kann mit der Sonne, mit dem Solar Radiation nichts groß gemein haben, was da oben vor sich ging. Und zum Teil noch immer geht. Das sieht man dann hier hinten einmal. Jo, einerseits dürfte man ganz froh sein, dass wir den Scheiß haben. Aus bestimmten Gründen. Andererseits hätte nicht sein müssen. Wenn man danach sieht, wie der DVD plötzlich Videos rausbringt nach dem Motto der Klimamichel und Hitzewellenwarnungen, dass wir hier massivst mehr Hitzewellentage haben mit mindestens 30 Grad plus die nächste Zeit und bis Ende 2100 wir sogar vervierfacht diese Tage haben könnten, dann grinse ich mir innerlich eins. Ich habe ein anderes Feedback als die Normalbürger. Und wenn ich dann noch dazu nehme, dass wir bereits jetzt an klaren Tagen, wenn die Sonne mal nicht in den Wolken versteckt ist, zur Mittagszeit, wir bereits jetzt einen Wert von UVB-Strahlung 7,0 haben. Das wird lustig. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es mehrere Hitzetage gibt dieses Jahr. Über längere Phasen. Wenn man dann noch wie ich seit Jahren recherchiert und Forschungsergebnisse zutage fördert, die schon seit Ende der 80er angefangen haben, bis ja, Anfang 80er bis Ende 90er teilweise, wo dann klipp und klar drin steht von DVD, von Schweizer Landwirtschaft, von den deutschen Weinbauerngesellschaft, ist die mir seit mittlerweile gut 30 Jahren schon wissen, dass die UV-Strahlung, UVB-Strahlung unaufweigerlich ansteigen wird. Wir hier mal eben locker australische Verhältnisse bekommen dürfen. Dann ergibt den ganzen Scheiß da oben einen guten Sinn. Aber das sind ja nur meine Ansichten, ne? Weil ich habe ja das recherchiert, weil ihr tut ja nichts. Wenn ich es euch mal sage, zigfach seit letzten 3-4 Jahren, interessiert es groß kaum eine Sau. Also, deswegen für euch ganz und klar, ich wünsche euch einen schönen Tag mit etwas zähem Hochnebel, der sich zur Mittagszeit wahrscheinlich auflösen wird, zumindest hier in Niederbayern, über dem Dreiburgenland. Macht euch keine Gedanken, macht euch keine Sorgen. Das Wetter war schon immer so gewesen, die Wolken waren schon immer so. Und im Prinzip haben wir da oben ja einen blauen Himmel, einen klaren blauen Himmel mit vereinzelten weißen Schäfchenwolken und schönen Sonnenschein. Ja, das ist das, was ihr vor Augen habt, vor Augen haben sollt. Und deswegen macht euch keine Gedanken. Und wenn ihr ein bisschen Demenzprobleme kriegt, macht euch keine Gedanken, das war schon immer so. Euch noch einen schönen Tag.
Nee, 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 nee.